Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf Leo TV. Wir machen heute eine Alexa Witze Challenge Teil 2. Ja, der erste Teil ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Und ja, da dachten wir uns, machen wir noch einen Teil 2. Und übrigens, vielen Dank, dass der erste Teil gut bei euch angekommen ist. Und ja, Benjamin, ich würde sagen, du kannst diesen Kanal übernehmen. Ich verschwinde da mal. Hey! Nein, war natürlich Quatsch hier. Wir haben uns auch schon auf eine Bestrafung geeinigt und da macht der Verlierer 50 Seilsprünge. Und ja, ich will nicht wieder verlieren, das wird Benjamin heute sein. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Alexa, erzähle einen Witz. Was ist grün und liegt auf dem Friedhof? Eine Sterbse. Na? Was sind die letzten Worte von Spider-Man? Mist, ich hab kein Netz. Ah ja. Was kriegt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Essen rund um die Uhr. Egal wie dicht du bist. Goethe war Dichter. Ich hab's noch nie geguckt, ich hab nur die Werbung gesehen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig sind Sie? Darf ich die Skala mal sehen? Hast du das kapiert? Nee, ich lach nicht. Bist du per Anhalter gekommen? Wieso? Weil du so mitgenommen aussiehst. Sagt der Patient zum Arzt, Herr Doktor, ich komme mir so unglaublich überflüssig vor. Antwortet der Arzt, der Nächste bitte. Wer sitzt im Supermarkt hinterm Tresen und hat eine rote Nase? Der Kassenclown. Zwei Schnecken wollen die Bahngleise überqueren. Sagt die eine, ich gehe jetzt los. Sagt die andere, bist du verrückt? In 2 Stunden kommt der Zug. Was kriegt man, wenn man einen Rottweiler mit einem Bernhardiner kreuzt? Einen Hund, der einem zuerst das Bein abbeißt und dann Hilfe holt. Sagt ein Trabi-Besitzer an der Tankstelle zum Tankwart. Ich hätte gerne 2 neue Scheibenwischer für meinen Trabi. Darauf der Tankwart. Einverstanden, klingt nach einem fairen Tausch. So, Freunde, und ich muss leider wieder die Bestrafung machen. Das heißt, ihr 50 Seilsprünge. Ja, und ich würde sagen, es geht los. Das war's jetzt mit dem Video hier. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal Leo TV. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr von ihm verfassen wollt, dann abonniert die kleine Glocke. Und ja, dann, wenn ihr einen nächsten Teil auch sehen möchtet, wie der Benjamin hier schon super gesagt hat, lasst ein Like da und ja, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao!